Hallo und willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir spielen jetzt den zweiten Teil und fangen am besten direkt mal an. Wir müssen nach Nahrung suchen. Wir könnten uns eigentlich auch mal ganz kurz das Menü angucken. 3% gemeistert, ein Lager gefunden. Hier ist eine Karte. Hier ist unser Ziel. Ja, viel haben wir, glaube ich, noch nicht erreicht. Fähigkeiten. Okay. Ausrüstung haben wir noch nichts Großartiges. Ah, Reliquien gibt es auch zu finden. Das ist schon mal gut. Macht immer Spaß, so eine Nebenaufgabe. Und Dokumente. Alte Schriftrollen. War auch noch nichts gefunden. Wir halten die Augen offen. Ja, los geht's. Ich weiß noch nicht genau, was mit Nahrung gemeint ist, ob wir jetzt hier einen Reh anfallen müssen. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Ja, wir müssen tatsächlich Hirsche jagen. Ich lag also gar nicht so verkehrt und wir müssen jetzt aber erstmal an den Bogen kommen. Das sieht mir auch nicht so einfach aus, wobei da irgendwas am Baumstamm lehnt. Da gucken wir mal. Ja, super. Jetzt haben wir schon mal Pfeile. Ja, wahrscheinlich nicht einfach raufwerfen. Ach so, wir können ja mal gucken, mit was wir hier interagieren Ohne können. Waffe kann ich nicht jagen. Ja, das stimmt. Ich brauche eine Waffe. Ja, wir wissen ja auch, wo die ist, aber. Ach, guck mal, da oben hängt auch was. Ah, da ist ein Baumstamm von dem Felsvorsprung. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Die Lava ist ja da immer ganz gewieft. Das geht schon mal nicht. Von hier vielleicht. Können wir ja noch ein paar Pfeile mitnehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Einmal hier rüberspringen. Da hinten geht es auch noch weiter. Sollen wir das zuerst machen? Gucken, was es da gibt? Nee, erst die Waffe. Oh nein, balancieren. Das ist nicht meine Stärke. Schon gar nicht, wenn es invertiert ist. Das ist nicht gut. Kann man wahrscheinlich ändern. Habe ich jetzt aber keine Ich Lust. schaff das. Und wir haben einen Bogen und ein Skelett. Provisorischer Mal sehen, ob Langbogen. das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Worauf können wir denn mal zielen? Hier hing doch irgendwas. Ich habe Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ah, okay. Das bringt auch Erfahrungspunkte, wenn wir Totems zerstören. Da war ganz am Anfang eins, aber ich weiß nicht, ob wir deswegen jetzt zurückgehen sollten. Ich glaube nicht. Hier sind noch Pfeile. Und ein Weg. Da gucken wir auch mal. Ja, ich denke mal, unsere Aufgabe ist jetzt erstmal einen Hirsch zu fangen. Schauen wir mal, ob uns einer begegnet. Wofür war das jetzt hier gut? Ja, ah, okay. Wir müssen nach oben. Oh, ich glaube, ein Relikt. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Geocases. Na gut, das sagt mir jetzt auch noch nicht viel. Aber was wir haben, das haben wir. Okay. Ich glaube, hier können wir wieder zurück. Es gab ja, glaube ich, eben noch einen anderen Gang oben lang, den wir noch nicht gegangen sind. Dahin gehe ich jetzt noch mal kurz. Und zwar, ja genau, hier noch mal auf das Haus.
hier rüber und dann gerade, oh, dann geradeaus. Ja, schade, hier ist jetzt nichts. Da hinten sind Pfeile. Und hier war noch eine Hütte, habe ich das richtig gesehen? Ah, nee. Aber auf jeden Fall ist irgendwas drin. Das ist nichts. Ich dachte, es wäre ein Dokument. Doch. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Ja, das klang nicht gut. Ich hoffe, wir begegnen den Oni noch nicht. Aber lange lässt sich das sicher nicht aufschieben. Immerhin haben wir jetzt einen Bogen. Und Pfeile. Ach, schon wieder. Das schaffen wir doch, das schaffen wir doch. Das schaffen wir! Sehr gut. Was ist das? Ja, das bringt auf jeden Fall keine Erfahrungspunkte und es ist anscheinend auch nichts zu essen. Aber was das Seil hier soll, das weiß ich nicht. Es hat sicherlich... Oh, ich sehe was, ich sehe was. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Da lang. Das gibt es doch nicht. Denn ist aber schon sehr langsam. Und wir haben was zu essen. Ach Gott, das tut mir aber irgendwie leid. Ja. Okay. Zurück zum Lager. Vielleicht wäre besser Pilze sammeln gegangen. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Wer spricht da? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Lager zurück. Hier kann ich nichts mehr machen. Noch ein Hirsch brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir sind voll. Okay. Ich lasse ja eigentlich ungern was zurück, aber... Bleibt mir an Nuss übrig. Da lang geht. Okay, dann lassen wir jetzt leben.
Überlebensinstinkte. Was bedeutet das? Ach so, ja, da wird uns der Weg nach Hause gezeigt. Beziehungsweise zum Lager. Da ist es schon. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob hier nicht vorher noch ein Totem war. Ich meine, mich da irgendwie erinnern zu können, dass ich das schon mal gesehen habe. Ja, da vorne ist es. Ja. Sehr gut. Haben wir das nämlich auch direkt erledigt. Hier ist das Lager. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Eigentlich. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliche Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus. Das finde ich allerdings auch sehr gut, obwohl wir eben schon mehr Pfeile hatten, als wir brauchten. Dennoch weiß man nicht so genau, was man dringend braucht. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, wir haben wirklich eben viele Hirsche gesehen. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Ja. Gut. Geschütztes Lager. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja gut, jetzt haben wir einen Mann namens Ross kennengelernt, der uns scheinbar nicht retten kommt. Und ja, machen wir uns jetzt auf dem Weg den Berg hinauf, wie er gesagt hat. Aber das machen wir dann im dritten Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt weiter dran. Bis dahin. Tschüss.